Hit. Okay, endlich habt ihr eure neue Ring 2 Videoklingel. Ihr habt sie ausgepackt, draußen angebracht, die App installiert und jetzt zeigen wir euch 5 coole Dinge, die ihr damit machen könnt. Ha! Umdrehen. Langsam. Okay, der kleine Kasten. Hallo? Der kleine Kasten, die Türklingel. Ach, das hier. Was soll ich damit machen? Drücken. Also, Schuppi. Das mit dem Klingeln, das machen wir ab jetzt immer so, okay? Okay, ich meine, das kennt bestimmt jeder. Ja? Ihr wartet irgendwie lange auf eine Bestellung und dann seht ihr, der Postwagen ist schon vor der Tür und fährt einfach weiter. Er hat nicht geklingelt so und ihr wisst nicht mal, ist die Person überhaupt aus dem Wagen ausgestiegen und hat es probiert oder nicht. Ihr wart den ganzen Tag zu Hause. Mit der Ring 2 Videoklingel könnt ihr direkt sehen, wenn der Postbote sich eurer Tür nähert und ihr könnt dann direkt mit der Person reden, egal ob die Person klingelt oder nicht. Anderes Szenario kennt ihr bestimmt auch, mir schon 100.000 Mal passiert. Ihr seid zu Hause, wartet die ganze Zeit auf das Paket und das Paket kommt dann genau in den 2 Minuten, in denen ihr vielleicht gerade im Bad seid oder unten beim Bäcker. Auch kein Problem, weil wenn jemand mit der Ring 2 Videoklingel bei euch klingelt, kriegt ihr eine Benachrichtigung aufs Handy und könnt sehen, dass jemand an eurer Tür ist, egal wo ihr gerade seid. Hi Mama, hi, wie geht's? Wir wollten uns heute treffen, oder? Sag mal, seid ihr schon unterwegs? Ihr steht sogar schon vor der Tür. Ich bin noch unterwegs. Was hältst du davon, wenn wir uns in einem Café treffen? Ich bin so in 20 Minuten da, ja? Ciao! Mit einer Gegensprechanlage, einer ganz normalen, könnt ihr natürlich auch rausfinden, wer gerade vor eurer Tür steht. Aber der Riesenunterschied zu einer Videogegensprechanlage ist natürlich, dass ihr erstmal selber mit der Person reden müsst. Also letzten Endes zugeben müsst, dass ihr zu Hause seid. Und in manchen Situationen will man vielleicht erstmal einfach wissen, wer vor der Tür steht, bevor man sagt, ob man da ist oder nicht. Ich meine, das könnt ihr vergleichen mit eurem Handy. Wenn jemand anruft, ihr wollt ja auch heutzutage eigentlich erstmal sehen, wer ruft denn an und entscheidet dann manchmal, ich gehe ran oder ich gehe nicht ran. Letzten Endes ist es das Gleiche mit der Ring 2 Videoklingel. Ihr kriegt ein Video, ihr seht, wer steht vor der Tür und entscheidet dann, seid ihr zu Hause oder nicht. Hey! Alles klar? Ja, was steht an? Ach, nicht viel. Ich muss auf die Heizungsleute warten. Die haben den ganzen Tag blockiert. Ich muss mir extra Urlaub nehmen, dass sie vorbeikommen. Dann nervig, Mann. Ja, Mann. Hallo, wir sind die Handwerker wegen der Heizung. Ach super, ja, ich bin gleich da. Gib mir 2 Minuten. Handwerker? Ja, ich muss dann auch los. Voll nervig, Mann. Ja, Mann. Mach's gut. Ciao. Ja, ihr kennt vielleicht auch diese Situation, wo ihr ein Zeitfenster habt, in dem ihr zu Hause Gewehr bei Fuß stehen müsst und warten müsst, dass vielleicht irgendwann jemand klingelt. Bei mir nächste Woche wird eine Lüftung im Bad gecheckt und da soll ich irgendwie von 10 bis 16 Uhr zu Hause sein und nur darauf warten, dass irgendwann jemand klingelt. Und auch hier wieder ist so eine Videoklingel, eine smarte Videotürklingel wie die Ring 2, eine total geniale Sache, weil ihr eben eine Benachrichtigung auf euer Handy bekommt und dementsprechend nicht unbedingt zu Hause sein müsst, nur um zu warten, bis jemand bei euch klingelt. Ihr könnt unterwegs sein, solltet natürlich dann nur dafür sorgen, dass, wenn geklingelt wird, ihr schnell genug wieder zu Hause seid. Aber sonst nutzt die Freiheit, geht in den Park. Okay, wie habe ich gerade rausgefunden, dass Amra vor der Tür steht, obwohl sie nicht geklingelt hat? Die App von der Ring 2 hat ein sehr, sehr cooles Feature und das ist der Bewegungsmelder. Ihr könnt da Zonen festlegen, in denen die Kamera nach Bewegung schaut. Und wenn die Kamera dann in diesen Zonen Bewegung entdeckt, wie zum Beispiel Amra kommt vor die Tür gelaufen, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung auf euer Handy.
als ob die Person geklingelt hätte. Das ist natürlich super, wenn ihr zum Beispiel eben eure Freundin überraschen wollt. Aber auch, wenn der DHL-Mann mal wieder droht, nicht zu klingeln. Just saying. Oh Mist. Was denn? Schlüssel vergessen. Keiner zu Hause? Doch. Wieder deinen Schlüssel vergessen? Ja, kannst du mal bitte aufmachen, Papa? Wer ist das da hinter dir? Papa, ich bin nicht mehr 17. Wer ist das, habe ich gefragt. Ich bin Ambras neuer Freund Jakob. Ach so. Lieblingsverein? Was? Lieblingsverein, Fußball, Sport? Eigentlich schaue ich gar keinen Fußball, also... Lieblingsverein oder du machst jetzt einen Abflug? Mein Lieblingsverein ist natürlich, Werder Bremen natürlich. Ach so, na gut. Ich bin übrigens gar nicht zu Hause, also mach mich nicht gleich zum Opa. Papa! Dass ihr mit einer Ring 2 Videotürklingel mit Leuten reden könnt, die vor eurer Tür stehen, egal wo ihr seid, haben wir jetzt natürlich schon oft genug gesagt. Spannend wird's aber, wenn ihr mehrere Smart Home Produkte miteinander kombiniert. Zum Beispiel, ihr habt eine Ring 2 Videotürklingel und holt euch dazu noch ein Nuki Smart Schloss. Jetzt könnt ihr nicht nur mit den Leuten reden, die vor eurer Tür stehen, egal wo ihr seid, sondern ihr könnt die Leute auch reinlassen oder eben nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Oberthema bei Smart Home generell. Je mehr Produkte für verschiedene Sachen ihr kombiniert, umso smarter wird's und umso mehr Spaß habt ihr an der ganzen Sache. Das waren jetzt 5 Dinge, die ihr mit eurer neuen Ring 2 Videotürklingel machen könnt, aber es gibt bestimmt noch hunderte mehr. Also viel Spaß beim Rumspielen und Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!